So, das ist jetzt Tag 0. Ich gehe mal wieder dicht ran und zeige mal beide Seiten. Tag 0 vom Reiswasser. Ich finde, dass hier oben, so am Wangenknochen, die Poren schon kleiner geworden sind. Hier sind die Poren noch recht groß. Hier sind sie auch noch so recht groß. Hier sind sie auch schon so ein bisschen kleiner geworden. Es geht weiter mit Tag 20. Ich hau mir wieder das Reiswasser ins Gesicht, Ohren und Hals. So, jetzt an Tag 20. Letztes Mal hatte ich ja an Tag 21 schon gesehen, dass meine Falten eventuell besser werden. Aber das kann ich jetzt nicht so sagen. Also, Moment, ich muss mal kurz meine Augenbrauen wieder hochkämmen. Die fallen immer so in sich zusammen, weil da so eine Ladung Reiswasser raufkommt. Ich finde, also so ganz bisschen von außen arbeitet sich das Reiswasser wohl so vor und die Fläche wird kleiner von den Poren. So, jetzt zu den Falten. Ich habe ja hier so krasse, ich komme mal wieder dichter dran, so krasse tiefe Falten. Da so ein knibbeliges Ding. Ich habe keine Ahnung, ob das vom Schlafen kommt oder was. Und da auch so ein, ja, das sieht aus wie so ein V. Und das sieht aus wie so ein, ich habe keine Ahnung. Und die Falte ist auch so tief und die ist auch so tief. Also das, die Falten, die ich jetzt so, die sind recht tief. Und die stört mich besonders, weil die so unförmig ist. Und was soll das? Und die Augen. Da habe ich natürlich auch Falten. Sind auch nicht besser geworden. Na gut, das war Tag 20. Für euch geht es weiter mit Tag 30. Tag 30, Reiswasser für die Haut. Ich sprühe mir das dann wieder ins Gesicht, weil nach dem Duschen spannt das immer alles so ein bisschen. Aber das hat es auch vorher schon gemacht. Vorm Reiswasser. Deswegen kommt jetzt direkt mal das Reiswasser ins Gesicht, weil wenn die Haut so spannt und trocken ist, dann sind die Falten so ein bisschen mehr unterm Auge, weil die Haut ja Feuchtigkeit benötigt. Und ich wollte ja jetzt nicht das Ergebnis irgendwie verfälschen und kniggeliger aussehen, als es in Wirklichkeit ist. Darum mache ich jetzt mal das Reiswasser ins Gesicht. Und ich glaube, ich brauche gar nicht 50 Tage Reiswasser-Video machen. Ich denke mal, 30 Tage Reiswasser-Video würde eigentlich schon reichen, weil das Reiswasser ist richtig, richtig gut. Also das ist unnormal, finde ich. Also bei meiner Haut funktioniert das ja wie bekloppt. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe ja richtig große Poren. Also hier so an der Nase, also neben der Nase, sind sie recht groß. Und hier, also die Fläche wird immer kleiner. Jetzt ist das schon, jetzt geht das schon so ein bisschen so ein Dreieck runter. Und da ist nichts mehr an Poren. Also die sind so mini geworden, die sehe ich fast gar nicht mehr. Hier sind sie noch groß. Diese Fläche hier. Und hier sind sie auch noch groß. Hier ist alles kleiner. Also dieses Reiswasser ist Hammer. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich das bei 30 Tage, zack, Video ist fertig, nicht 50 Tage Reiswasser getestet. Weil ich werde das Reiswasser
jetzt jeden Tag benutzen. Immer. Ich überlege mir das kurz, ob ich das Video jetzt beende mit 30 Tage Reiswasser oder ob ich wirklich 50 Tage mache. Nach dem Reiswasser kommt ja dann auch nochmal eine Hautlotion, Rizinusöl für die Falten, Karottenöl und so weiter. Ich werde erstmal mein Gesicht weiter bearbeiten mit den ganzen anderen Gedöns, was darauf kommt. So, nach 60 Anwendungen Reiswasser kann ich nur sagen, meine Haut findet Reiswasser richtig gut. Die Poren werden kleiner, meine Haut ist straffer, nicht mehr so unruhig. Ich bleibe auf jeden Fall beim Reiswasser. Morgens und abends werde ich es in Zukunft immer verwenden. Und ich kann euch das nur empfehlen, mal auszuprobieren. Jetzt kommt ja noch Rizinusöl und Karottenöl für meine Falten und so. Aber dazu gibt es ja dann ein extra Video.